Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um den zweiten Teil der Terra Cthulianer. Alte und neue Welt war der erste Teil. Das jetzt hier ist bis ans Ende der Welt. Und das Ganze ist herausgegeben von Pegasus Press. Und was euch darin erwartet, das verrate ich euch nach dem Intro. Ja, an diesem Inhaltsverzeichnis könnt ihr bereits erkennen, dass das Ganze sehr ähnlich aufgebaut ist zu dem ersten Teil, den ich rezensiert habe. Damals ging es um Amerika, Europa, Afrika und Asien. Und jetzt in dem neuen und letzten Teil, der jetzt relativ frisch 2017 rauskam, also zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme ist das noch sehr neu, das Buch. In diesem soll es gehen um Australien, die Arktis bzw. Antarktis, also Nord- und Südpol und dann die Ozeane. Und da kann man dann eben auch daran erkennen, dass hier dann nicht mehr mit so sehr viel irdischem Hintergrund gearbeitet worden ist. Das ist dann bei einigen schon der Fall. Also wenn man sich in Australien den Nationalpark ansieht, oder auch, jetzt muss ich gerade überlegen, bei Ozeanien haben wir Yonaguni, das sind dann Pyramiden, die in Japan liegen. Unter Wasser, aber da komme ich dann später zu, also nur kurz als Anteasern. Es gibt einige Sachen, wie auch die Osterinseln zum Beispiel, die dann hier besprochen werden und die dann natürlich eben wie die anderen, wie im anderen Buch einen irdischen Hintergrund haben, aber auch vieles, was jetzt in diesem Buch steht, ist dann rein erfunden von Schriftstellern beziehungsweise eben dann dazu gedichtet von den, ja, denjenigen, die dieses Buch jetzt hier verfasst haben oder früher verfasst haben in der ersten Edition. Und ja, dann wollen wir uns einfach mal ansehen, was Australien so für Hintergründe hat. Ja, Australien. Und zwar gucken wir uns an die Westküste. Normalerweise, wenn man in Australien denkt, dann denkt man an die großen Wüsten, an Aborigines, die giftigen Tiere und ja, natürlich auch an Sydney und Canberra. Die Hauptstadt, beziehungsweise da, wo eben das Leben spielt, da kommt man mit dem Flugzeug an. Wir wollen uns jetzt, wie gesagt, um die Westküste kümmern, denn dort stehen einige Steine, die unter anderem auch von der Wasserfläche zu sehen sind. Das heißt, wenn man mit dem Schiff dran vorbeifährt im Indischen Ozean, dann wird man diese dort auch entdecken können. Und das ist auch passiert, als ein paar ja, Australienreisende dort vorbeigefahren sind, haben sie mal geschaut. Was sind denn das für Steine? Wo stehen die? Wieso stehen die dort? Wer hat die dort hingestellt? Haben die eine Bewandtnis? Und dann sind sie eben angelandet, haben sich das angesehen und wurden daraus nicht ganz schlau. Und jetzt hier wird eben offenbart, was damit eben eigentlich los ist. Die Cthulhu-Geschichte dahinter finde ich wenig spannend. Allerdings die Geschichte dieser Steine, die jetzt hier erklärt wird, die ist wiederum sehr interessant. Es wird zudem dann auch so ein bisschen auf die Ureinwohner eingegangen in diesem Australienband. Das ist jetzt, wie gesagt, noch der irdische Teil. Es gibt dann auch noch einen Cthulhuiden-Teil. Da wird dann eben auch erzählt, dass die Aborigines von den Neuankömmlingen, also den Europäern, dann auch gejagt worden sind. Die wurden dann nicht nur versklavt, sondern eben als Sonntagssport wurde auf die geschossen. Und das ist dann schon relativ krass, wie lange auch die nicht integriert waren, wie lange die eben als Ausgestoßene bis in die 1920er Jahre einfach überhaupt keine Rechte hatten und die wirklich als Tiere angesehen worden sind. Das fand ich richtig krass, als ich das gelesen habe. Da erfährt man also wieder eine ganze Menge bei diesen historischen Recherchen, wie ich ganz gerne betone, wenn man sich dieses Buch dann anguckt, dieses Quellenbuch zu Australien, auch wenn es nicht so sehr viel ist. Ich habe mir dann auch noch eine ganze Menge in Internetrecherche angesehen zu Australien, zu den ganzen giftigen Tieren. Und ich glaube, das macht schon Lust, wenn man da dann eine Gruppe von Forscher spielt, die jetzt anlandet und dann eben nicht nur mit Cthulhuiden-Hintergründen konfrontiert wird, sondern eben auch mit den giftigen Tieren, die da überall rumlaufen. Da kann man ja eine ganze Menge auch im Internet zu so finden. Ja, Pnakotos. Kennt man vielleicht von den pnakotischen Manuskripten, wenn man ein bisschen weiter in den Cthulhuiden-Welten drin ist. Es wird hier dann gesprochen über die große Rasse von Yith, kann man dann auch unten erkennen. Und ich kenne die eher aus der Antarktis, werde ich dann später noch was zu verlieren, aber die Berge des Wahnsinns sollten, glaube ich, allen bekannt sein. Ich finde, es gibt wesentlich spannendere Rassen in der Cthulhuiden-Welt, daher
habe ich mich nie wirklich für die begeistern können, erwärmen können. Aber wer da was zu wissen möchte, was die in Australien gemacht haben, wie die dann Menschen ja versklavt haben, wie die Schokoten benutzt haben und so weiter und so fort, wer da sowas wissen möchte, der ist dann hier sehr richtig beraten. Ja, dann geht es weiter in das Kapitel Hyperborea und das ist dann jetzt nicht mehr Australien, sondern dann sind wir in der Arktis. Es wird eine ganze Menge auch wieder über den Nordpol erzählt. Als vorstellendes Element muss man natürlich ein bisschen was über die Arktis wissen, über die ganzen Expeditionen, die dorthin getätigt worden sind, gerade auch 1890, 1920. Das war dann alles noch, ja, von sehr, sehr jungfräulich behandelt, sag ich mal. Da hat man versucht, mit den neuartigen Flugzeugen und Zeppelin da Reisen hin zu unternehmen. Und es gab da auch dann teilweise Fälle von abgestürzten Zeppelin, die dann in der Arktis notlanden mussten, wo man sich dann gegenseitig verspeist hat, um zu überleben. Das war also hochinteressant. Und auch da finde ich wieder den recherchierten Teil der Arktis ziemlich gut. Da kann man eine ganze Menge zu erfahren, was auch sehr interessant ist, wie gesagt, wenn man eben diesen Hintergrund benutzt, um da abgefahrenes Zeug zu erzählen. Also stellen wir uns vor, wir sind wieder Forscher, wollen jetzt eine Expedition erleben und unser Zeppelin oder unser Flugzeug kommt runter, stürzt ab und wir sind mitten gefangen in so einem Eisschelf. Naja, und wenn man dann keine Nahrung hat oder nicht genug Nahrung, dann muss man eben versuchen, naja, seine mitgenommenen Forscher zu essen und das Stärkste überlebt. Also das, da braucht man nicht wirklich viel Cthulhuiden Wahnsinn, um da dann noch eine tolle Geschichte zu erzählen. Aber wenn man dann eben noch mehr Elemente reinbringt, dann wird das, glaube ich, umso härter. Hyperborea kennt vielleicht der ein oder andere von den Geschichten rund um Conan. Das ist wohl wesentlich interessanter davon. Es gibt aber auch noch andere Zauberer wie Aibon, den kennt man auch vom Buch von Aibon, da ist auch wie gesagt der Cthulhuide Hintergrund dann, wenn man ihn hat, dann kennt man diese Gestalten und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm, kann man sich dann hier wieder anlesen. Es wird wie gesagt so ein bisschen darüber gesprochen, was das für ein Kontinent war, wo der lag und was zum Untergang geführt hat. Kann man so ein bisschen ähnlich behandeln wie Atlantis, wenn man so möchte, wurde auch eben schon in der römischen Geschichte thematisiert, dass es da wohl Kontinente gab, die versunken sind. Und da sprechen wohl alte Philosophen von. Ist auch wieder ganz interessant, aber ich finde, so wirklich den Kick gibt mir jetzt dieses Hyperborea-Kapitel nicht. Aber wenn man eine sehr palpige Kampagne rund um Conan erzählen wollen würde, dann ist das hier auf alle Fälle das Mittel der Wahl. Ja, hier wird dann etwas mehr erzählt. Das ist dann das Kapitel nach Hyperborea, wie das heute aussieht. Das ist dann, wie gesagt, eher Grönland. Je nachdem, wie weit man in Richtung Norden kommt, ist das dann natürlich mehr und mehr Eis. Und es geht dann auch eben um die Geschichte der Besiedlung durch Ragnar den Roten, also ein Wikinger, und seine Kinder, seine Vorfahren oder Nachkommen. Und auch um die Inuits oder Eskimos, je nachdem, wie man möchte. Und ja, also da um die generelle Erforschung, das hatte ich ja eben schon ein bisschen angespielt, also auch da braucht man gar nicht so sehr den Cthulhuiden-Kick, damit man da tolle Geschichten zu erzählen kann. Aber das Kapitel ist dann eben hier noch angegliedert und wer sich da informieren möchte, auch hier, wie gesagt, sehr gut recherchiert, um so, ja, von 1721, ihr könnt es hier erkennen, bis runter ins 1920er, 1930er Jahre wurden da sehr, sehr viele Expeditionen unternommen, die alle sehr interessant waren. Der Vostoksee. Ja, auch das ist wieder ein Kapitel, wo ich direkt dann zum Internet gegriffen habe, um mich einfach zu informieren, ob es den überhaupt gibt oder ob das eine Erfindung ist. Nein, den gibt es wirklich und es ist hochinteressant, sich da wieder was anzulesen. Ja, tiefste Temperatur der Erde, mittlerweile nicht 89 Grad Celsius unter Null, sondern 92 Grad. Das sind also Temperaturen, die hält niemand aus. Da kann man versuchen, gegen anzusteuern mit warmer Kleidung. Es wird einem nicht gelingen. Und auch Pinguine sterben da, die hier in der Antarktis, wir sind jetzt also im Südpol, die hier existieren. Das ist absolutes Niemandsland.
Der Vostoksee ist unter einer riesigen Eisfläche gelegen, ist also zugefroren und darunter, wenn man sich da mal reingebohrt hätte, könnte man diesen See finden. Er wurde bisher mit ein paar geothermalen Experimenten wurde er gefunden, dass es den da wohl gibt. Das Wasser ist flüssig, man weiß nicht genau warum, man weiß nicht, welche genauen Bedingungen dort unten zu finden sind, aber seit einer halben Million Jahren, also 500.000 Jahre lang, ist dieser See unangetastet dort eingefroren. Zumindest wird das eben vermutet. Und man hat da eben versucht von verschiedenen Seiten, die Russen, die Amerikaner, Europäer haben alle versucht, den aufzubohren. Das ist allerdings nicht wirklich gelungen bisher. Es gibt ein paar Schwierigkeiten. Also man hat da wohl gebohrt, allerdings friert da das Benzin ein, beziehungsweise der Diesel und auch die Bohrkerne. Weil das einfach so unglaublich kalt ist und man kann da einfach nichts mehr mitmachen. Man kann es noch mit anderen Experimenten versuchen, allerdings würde man dann, wenn man sich durchgebohrt hat, das Wasser verunreinigen. Und das ist eben das Problem, was man jetzt versucht zu verhindern. Und daher ist die NASA jetzt gerade involviert. Das heißt, die NASA versucht so ein bisschen mit ihren eigenen Geräten, mit ihrer eigenen Expertise, das aufzubohren und vielleicht könnte man dann diese Technik benutzen, um dann mit diesem gleichen Bohrer das dann auf anderen Planeten oder Monden zu machen. Also wenn man jetzt irgendwie an die Jupiter- oder Saturnmonde denkt, da könnte man dann eben versuchen aufzubohren. Und das ist natürlich auch Material für Cthulhu. Es gibt dann hier um diese Gegend verschiedene Geschichten. Es sind dann teilweise auch Expeditionen verschwunden, wo niemand genau weiß, was da passiert ist. Ist es auch in der Nähe der Berge des Wahnsinns? Und ja, verschiedene Dinge, die einfach zusammentreffen. Es gibt dann noch ein Kapitel zu einer Stadt im Eis, die nicht die Berge des Wahnsinns sind, sondern Kadath. Auch das wird man mit ein bisschen, ja, Romanen, wird man das sicherlich auch kennen, diese Stadt. Und da könnte man eben versuchen hinzufinden. Es gibt auch noch einmal Bezüge zu der Expedition von denjenigen, die die Berge des Wahnsinns gefahren sind. Dr. William Dyer, das ist die Expedition. Und ja, wenn man das dann eben mit dieser Kampagne kombinieren möchte, würde das funktionieren. Und wie gesagt, weitere Tipps, wie das damals abgelaufen ist, wie es heute ablaufen könnte, mit den verschiedenen Mitteln, die man zur Verfügung hat. Nimmt man Schlittenhunde, nimmt man Pferde, nimmt man irgendwelche Motoren. Und auch da ist wieder das Problem, dass Ponys und auch Motoren dann versagen. Und das Gute an Hunden, das ist ein Zitat, das steht hier so drin, das Gute an Hunden ist, dass man, wenn ein Hund stirbt, könnte man tatsächlich Hunde mit Hunde füttern, aber Ponys mit Ponys füttern, das geht nicht. Ist ein krasses Zitat, aber das verdeutlicht noch einmal, wie pervers die Umgebung hier ist, wenn man das so sagen möchte. Danach kommen wir in die Ozeane und tauchen dort ein. Yantelay ist sicherlich eine der Städte, die quasi jeder kennt, denn hier geht es um die Stadt unter Wasser nahe Innsmouth. War ja Schrecken von Innsmouth sollten ja den meisten auch bekannt sein. Eine der schöneren Geschichten mit einem guten Spannungsbogen, den Lovecraft da entwickelt hat. Und hier geht es eben um diese Stadt, natürlich dann eben auch mit Innsmouth und der Stadt eben an der Oberfläche, was man eben in Innsmouth erleben kann. Das ist sehr kurz gehalten, weil es da ja auch einen eigenen Band zu gibt, ein eigenes Quellenbuch. Und wenn man da mehr zu wissen möchte, könnte man eben auch in dieses Quellenbuch gucken. Aber hier eben sehr schön, sehr kurz zusammengearbeitet, zusammengefasst, was man hier eben zu Innsmouth alles erleben kann. So, dass es eben nicht nervt, sag ich mal, weil wenn ich mir das Innsmouth-Quellenbuch angucke, da sind dann jedes einzelne Haus ist da dann kartografiert. Das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen wichtiger, wenn man eben in dieser Stadt spielt, dass man weiß, welcher Einwohner wohnt wo, aber es ist natürlich schon sehr ausgeartet. Und hier eben nur kurz zusammengefasst, was weiß man über die Geschichte von Innsmouth und wie kam es dazu, dass die Menschen dann Kontakt mit diesen tiefen Wesen aufgenommen haben. Es wird dann auch noch thematisiert, wie eine Kampagne oder ein kurzes Abenteuer nach Yantelay führen könnte. Das geht dann einfach über verschiedene U-Boote, die vielleicht verschwunden sind oder Schiffe. Und da könnte man dann eben mit einem Forschungsteam einfach mal nachschauen. Und ja, ich glaube, da ist dann natürlich dann auch die Innsmouth-Kampagne, Sturm auf Innsmouth und so weiter, ist da dann auch sehr interessant, sich zusätzlich durchzulesen. Aber auch hier soll nicht vergessen werden, in diesem in Anführungsstrichen Quellenband, wenn man in den Ozean spielt. Da darf das natürlich nicht fehlen.
Yonaguni, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ist japanisch und bezieht sich auf eine kleine Inselgruppe vor Japan. Auch da habe ich dann direkt wieder zu Internet gegriffen, weil ich nicht glauben konnte, wie das alles angefangen hat, ob das richtig ist, ob das gelogen ist. Also ob irgendjemand jetzt diese Stadt sich ausgedacht hat. Nein, die gibt es wirklich. Und es fing an mit einer Sichtung von Hammerhaien. Und zwar sind da unglaublich viele Hammerhaie für einen Tag zu diesem Plateau geschwommen, haben sich dort getroffen und sich dann wieder auseinander diffundiert. Und das war so das eigentliche Drumherum, wo man dann forschen wollte, warum treffen sich diese Haie. Und das machen sie wirklich jedes Jahr einmal zu einer bestimmten Zeit. Und bis heute zieht das dann viele Touristen an, Forscher und ja. Man hat aber auch, während man diese Haie studierte, am Meeresboden eine Stadt gefunden, wenn man das so sagen möchte, zumindest ein Plateau, wo die einen oder anderen vermuten, dass das mal eine Pyramide gewesen sein könnte, beziehungsweise man kann da dann Terrassen entdecken, könnt ihr auch unten rechts erkennen, Torbögen, sowas wie Straßenzüge und ja, hat dann dementsprechend unglaublich viele Menschen angezogen. Man kann diese Insel dann über Schiff, also es ist eine Insel vor Japan, kann man eben heutzutage immer noch hinfahren, weil das zunächst keinen eigenen Flughafen hatte. Und ja, wie gesagt, viele Touristen, die sich dann A, diese Hammerhaie angucken und B, natürlich dann auch Yonaguni und die Pyramiden. Ich möchte hier gar nicht so viel zu spoilern. Wenn euch das interessiert, könnt ihr A im Internet nachschauen oder, naja, viel besser wäre, wenn ihr euch das Buch holt, aber auch das nur eine Empfehlung, denn ich mag sowas total gerne, wenn man hier mit solchen echten Szenarien spielt und da dann einen Tuluiden-Hintergrund zu bastelt. Ja, der Kontinent Mu, das ist so ein bisschen Atlantis. Gibt es auch immer mal wieder die Erwähnung von Mu oder Lemuria, also eine Verbindung. Wenn ihr wisst, die kleinen Lemuren, diese Äffchen, die gibt es ja auf Madagaskar. Und da vermutet man, dass es wohl eine Landbrücke zwischen Madagaskar und Indien gegeben hat. Und das könnte eventuell Lemuria sein oder Mu. Und das würde dann auch erklären, warum dann Elefanten in Indien sind und auch in Afrika. Und das ist eben so diese versuchte Erklärung von Mu. Und es gibt dann auch noch die Ideen, warum es untergegangen sein könnte. Naja, also wenn euch das interessiert, dann könnt ihr auch hier einmal zu Mu etwas recherchieren. Dieser Kontinent ist erfunden, beziehungsweise es gibt null Beweise dafür. Keine Sicherung, keine Touristen, die dann mit irgendwelchen Fischen rumschwimmen. Das ist tatsächlich von vielen verschiedenen Philosophen und Forschern wurde es vorgeschlagen, dass es sowas gibt. Aber man hat tatsächlich noch nichts dazu gefunden. Und ja, da ist ein Gürtel des Schweigens drumherum gelegt. Die künstlichen Inseln von Nan Mandol. Konnte ich als erstes überhaupt nichts mit anfangen, wusste ich nicht, was das sein soll, und ich habe dann beim Durchlesen gemerkt, doch, kenne ich schon. Innsmouth hatte ja natürlich auch ein paar Vorgänge, und die erzählt dann Zadok Allan innerhalb der Geschichte, das ist dieser Betrunkene unten am Hafen, dieser Seemann, der erzählt doch davon, dass die Marshes damals in Ozeanien, als sie mit dem Schiff gefahren sind, bei einer Insel ein paar Kannibalen getroffen haben. Und das ist exakt diese Insel. Wird dann auch weiter erklärt auf den folgenden Seiten. Das Grauen aus der Tiefe, wo, ihr könnt das auch erkennen, hier, Zadok Allan, wo dann eben dieser Kannibalenstamm dem Marsh, der hier damals angekommen ist, das Gold geschenkt hat, womit man dann eben auch genug Fische bekommt. Und man muss Teile seines Fleisches opfern. Das heißt, man gibt seine Frauen an diese Fischwesen, damit es ja weitere Nachkommen gibt, die dann Hybridwesen sind aus Mensch und Fisch. Und das hat dann eben Marsh hat das natürlich etabliert, hat dann Gold, weißes Gold und Fische bekommen. Seine Stadt ist aufgeblüht. Und am Ende des Tages haben hier natürlich einige Männer diese Kannibalen entdeckt, haben sie ausgeräuchert. Es ist also nicht mehr viel davon geblieben. Aber ganz generell erzählt jetzt dieses Nan Madol von dieser Insel, in der Marsh dann ja die tiefen Wesen entdeckt hat.
Die Osterinseln kannte ich tatsächlich nur vom Namen nach, wusste nicht genau, was sich damit verbindet. Aber als ich dann auch auf der rechten Seite hier dieses Bild von diesen ja, Menschen mit diesen Köpfen gesehen haben, die überall aus dieser Erde herauslugen, da habe ich mich dann auch wieder dran erinnert, dass es da wohl doch irgendetwas gab. Aber es hat natürlich einen Grund, dass die etwas unbekannter sind und man nicht genau wirklich viel damit verbinden kann, außer eben diesen Köpfen, denn die liegen mitten im Pazifik. Da kann ich jetzt gerade mal auf die nächste Seite gehen. Das kann man hier erkennen, wenn man auf der rechten Seite sich das Bild ansieht. Irgendwo rechts ist Argentinien, irgendwo links ist dann ein Teil von Australien und Polynesien und so. Und damit liegen die Osterinseln quasi genau in der Mitte des Pazifik, ziemlich ab vom Schuss und damit auch sehr nah an Relief, wenn jemand die exakte Position von Cthulhus Traumlanden kennt. Die sollen da nämlich auch gleich liegen. Da kommen wir später zu, kommt hier gleich danach im Buch, beschäftigen wir uns dann damit. Aber ja, die Osterinseln. Ja, ist ganz interessant, aber ich weiß nicht genau, ob man da Investigatoren hinschicken kann, ob das so sinnvoll ist, weil das wirklich mitten im Nirgendwo liegt und nur um diese Steinköpfe zu erforschen, weiß ich nicht genau, ob sich das lohnt. Ich fand aber noch die Geschichte ganz interessant, die hier angegeben worden ist. Ein Ehepaar, was hier vor einigen Jahren, vor einigen Jahrzehnten hingefahren ist und dabei ist dann wohl die Frau verrückt geworden und wurde dann auch in eine Irrenanstalt eingeliefert, nachdem sie dann wohl eine ganze Menge über diese Insel herausgefunden hat. Fand ich ganz interessant, aber ansonsten, ja. Wie gesagt, hier wird dann dieser Mythos von Relier aufgebaut, weiteren tiefen Wesen, wie das eben sich bei Ozean so anbietet, einige vulkanische Höhlen, in denen man dann wohnen und leben kann. Und wird alles so ein bisschen erklärt. Das ist alles irgendwo ganz interessant, aber es würde mich nicht so sehr reizen, dass ich da dann ja, irgendwas spielleite. Aber wir gehen einfach mal weiter. Und das ist die Passage, die ich meinte, Relier. Und hier, da ist es eben auch angegeben. Es gibt zwei verschiedene Positionen, eine, die wohl von Lovecraft angegeben ist und eine, die von August Derleth angegeben wurde. Gibt sich beides nicht ganz so viel. Es gab wohl in den, genau, das könnt ihr auf der linken Seite lesen, 1997 einen Vorfall der US Navy. Die haben dann nämlich mit ein paar U-Booten herumgetaucht und haben exakt auf dieser Position ein Blob-Geräusch gehört. Das kann man sich auch heute noch im Internet anhören. Ich weiß gerade nicht, was man da eingeben müsste, aber ich habe es mir schon verschiedene Male angehört, wenn man da sowas eingibt wie unterseeische Geräusche und Blob, dann kann man das sicherlich mal sich anhören. Ich werde das, wenn ich das finde, auch unterm Video verlinken. Das ist wie gesagt dann ein Blob, was irgendwo aus der Tiefsee kam. Es war kein Wal. Man vermutet, dass es wohl eine bisher unbekannte Krakenart war, die dieses Geräusch von sich gegeben hat. Und da ist man sich auch sehr, sehr sicher, dass das ja einen künstlichen Ursprung hatte und nichts, was irgendwo runtergefallen ist, also ein paar Klippen, die dann gestürzt sind oder ein Vulkan, der ausgebrochen ist. Nee, das war irgendein Tier, zumindest das vermutet man. Ja, Relier. Wir wollen über die Stadt reden, die dem Cthulhu-Mythos seinen Namen verleiht und die wird hier in dieser Beschreibung dann wiedergegeben. Das heißt, es gibt hier auch einige Erwähnungen von anderen Abenteuern, die hier mal stattgefunden haben, sowohl in den 1920er Jahren als auch im Now-Setting. Es gibt ein Abenteuer aus den Cthulhuiden Welten, wo man ein paar Navy SEAL spielt, die mit einer U-Boot-Mission dann Relier ja, erforschen sollen. Die werden allerdings nie wiedergesehen. Habe ich bisher noch nicht geleitet, aber ich habe das hier noch rumstehen. Es wird sicherlich auch ganz interessant sein. Was sie dann auch noch versucht haben, ist, das kann man auf der nächsten Seite dann sehen, wie sie versucht haben, die Serie Lost mit einzubauen, mit dieser Zahlenfolge 4, 8, 15, 16, 23, 42. Und haben dann eben versucht, dass diese mysteriösen Zahlen, wo keiner genau weiß, was die bedeuten, eben auch in diesem Cthulhu-Mythos reinpassen und damit eben auch die gesamte Serie mit der sich bewegenden Insel und so weiter. Fand ich auch ganz interessant. Es ist ein kleiner Überblick, der hier gegeben wird. Allzu viel wird nicht verraten. Man wird ganz generell einfach verrückt, wenn man sich dort bewegt, aufgrund der Winkel, des Gestanks, der Geräusche, dem Schlurfen. Aber auch da würde es prinzipiell noch andere Quellenbücher geben,
Wenn man sich mit Relier beschäftigen möchte, unter anderem dann den Cthulhu-Mythos selber, also die Cthulhus Ruf, das ist die Geschichte von Howard Phillips Lovecraft. Da wird wohl auch noch eine ganze Menge zu erzählt. Und damit endet meine Rezension auch schon fast von diesem Buch. Denn was jetzt folgt, sind Kampagnensteinbrüche, die ich nur sehr, sehr kurz vorstellen möchte. Dazu gehe ich gleich wieder ins Inhaltsverzeichnis, um euch dort einmal zu erzählen, was es hier alles gibt. Die Kampagnensteinbrüche sind historische Ereignisse, die dann sich durch die, ja, Historie gezogen haben und ja, die könnte man eben zu einer Kampagne aufarbeiten, wenn man das möchte. Das sind noch keine richtigen Abenteuer, aber man könnte sie eben dazu ausbauen. Ich finde, sie haben in diesem Buch allerdings nicht so viel verloren, denn wenn ich mir den Titel ansehe, Terra Cthulhiana, und eben auch das Buch 1 dazu, was ja eben genau den gleichen Inhalt hatte, dann ist das wenig an ein Land geknüpft oder an ein Gebiet. Denn das ist jetzt eher an eine Zeit geknüpft, zumindest wenn man sich jetzt hier die Suche nach dem Heiligen Gral ansieht, wo man dann verschiedene Gebiete durchquert in einem sehr historischen England, je nachdem, wo man sich dann befindet, um dann in ja, verschiedenen Kirchen und Kathedralen auf die Suche zu gehen. Würde ich jetzt sogar in einem Mittelalter-Setting verwurzeln und nicht so sehr in den 1920er Jahren. Ja, gehen wir nochmals ins Inhaltsverzeichnis. Und hier können wir dann sehen, dass es dann neben dem Heiligen Gral, wo man den dann in England sucht, geht es auch um die Spuren antiker Astronauten. Das heißt, ja, die Aliens, die älteren Wesen, die damals auf die Erde gekommen sind, haben ihre Technologie weitergegeben und wirken dadurch natürlich sehr gottgleich. Und aus dem Weltenraum, aus den Sternen sind sie herabgestiegen. Daher eben spricht man hier von antiken Astronauten. Es sind dann noch verschiedene Gebäude und Schriften dargestellt. Die finde ich zum Beispiel ganz interessant. Da kann ich noch etwas einblenden, wo es auf den ägyptischen Wandmalereien ja merkwürdige eingeritzte Symbole gibt und die könnt ihr jetzt deuten, wie ihr wollt. Ich kann auch noch mal eine Liste einblenden mit weiteren Stichworten, die man dann ergoogeln könnte. Also einfach mal eine Internetrecherche dazu anstellen. Aber hier wird dann eben noch weiteres mysteriöses Zeug angegeben, was dann ja Verschwörungstheoretikern mehr Aufwind gibt. Es wird dann noch weiter vorgestellt, die Assassinen und die Tempelritter, die in einem ewigen Streit sind. Es werden dann auch die Burgen von denen vorgestellt, gerade von den Assassinen, die dann ja mehrere haben, gerade im Nahen Osten. Es werden auch die Reiserouten zum Inneren der Erde vorgestellt, wenn man da also sowas wie eine Hollow Earth Expedition planen möchte. Und dort dann im Inneren der Erde verschiedene Abenteuer erleben möchte, dann würde das auch gehen. Was einem da dann im Inneren erwartet, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Und ja, ihr könnt es dann erkennen, die unheilige Geometrie der Pyramiden. Auch da wird dann noch einmal drauf eingegangen. Ich finde, diese Kampagnensteinbrüche gehören nicht in so ein Buch, wo man eher über Geografien sprechen möchte, beziehungsweise über die Geschichte von Ländern. Da hätte ich doch lieber ein paar Abenteuervorschläge direkt dann an sowas wie die Osterinseln drangeklebt. Oder ja, Abenteuerideen direkt an Yonaguni drangeklebt. Das ist zum Teil gegeben, aber das hätte man ruhig noch weiter ausformulieren können. Und wenn man dann Assassinen und Tempelritter hier angibt, dann doch bitte in Buch 1 und nicht in Buch 2, denn in Buch 1 wurde Europa und Asien beschrieben und nicht in diesem Buch. Daher, finde ich, ist das so ein bisschen falsch in diesem Buch. Naja, ist meine Meinung. Gut. Damit, leiten wir über in die, Punktevergabe und dann bin ich fertig. Kommen wir damit zu meinen Bewertungskriterien, und zwar Zeichnung und Layout. Hier gebe ich 4 von 4 Punkten. Die Zeichnungen, die drin sind, sind alle in Schwarz-Weiß und ja, entweder Zeichnungen oder Fotografien 1920er Jahre, teilweise auch now, irgendwas mal dazwischen.
Die kann man natürlich in Farbe präsentieren, aber ich glaube nicht, dass es wirklich sinnig ist, das dann zu machen. Die Bilder, die man in Farbe präsentieren könnte, die kann man sich eben auch aus dem Internet so beschaffen. Da müsste man natürlich ein bisschen recherchieren, wo man die herbekommt, aber das ginge. Ansonsten ist natürlich dann der Preis, der durch farbige Buchdrucke dann in die Höhe steigt, ist dann in meinen Augen nicht gerechtfertigt, weswegen ich dann eben hier diese 4 von 4 vergebe. Es macht einfach keinen Sinn, irgendwie einen Punkt abzuziehen, nur weil ich da dann keine Farbe im Buch habe, weil der Rest des Buches, die Schrift ist natürlich dann auch nicht farbig und das macht in meinen Augen wieder dann wenig Sinn. Redaktion und Struktur. Ja, hier gebe ich 3 von 4 Punkten. Warum? Ich habe zwar keine Rechtschreibfehler gefunden, aber bei der Struktur muss ich sagen, nach ungefähr 100 Seiten, 110 Seiten, gibt es dann keine neuen Orte mehr, sondern dann fängt dieser Kampagnensteinbruch an. Und der ist generell auch ein Punkt wert, wo ich dann Bonuspunkte verteile. Aber ich finde, man hätte in so einem Buch, wo man tatsächlich auf den Globus eingeht und versucht, sich so ein paar Orte rauszupicken, hätte man sicherlich noch andere Orte präsentieren können. Vielleicht nicht unbedingt in diesem Buch, aber dann in dem anderen. Bei Europa fehlt dann zum Beispiel sowas wie Stonehenge. Oder in Amerika gibt es sicherlich auch noch sowas wie die Area 51, wo man drauf eingehen könnte. Das sind einfach nur Vorschläge. Und da muss ich sagen, warum kommt jetzt hier ein Kampagnensteinbruch, der mich dann an andere Orte entführt, zu anderen Zeiten und ist dann so halb fertig, halb gar? Also da muss ich sagen, gefällt mir nicht. Da hätte man den Platz besser nutzen können. Daher ziehe ich hier einen Punkt ab. Ich hätte auch fast noch einen zweiten abgezogen, aber das habe ich dann gelassen. Recherche. 4 von 4 Punkten. Macht Spaß zu lesen. Ich habe da echt Bock, A, das Buch zu lesen und B, mich dann auch weiter zu den Themen informieren. Weil es sind einfach wirklich spannende Themen rausgesucht und die sind dann auf der Kürze der Seiten ist es dann sehr, sehr dicht. Und wenn man sich dann über sowas wie Inuits informieren möchte in der Arktis oder über die Historie der Antarktis-Entdeckung, wie die Einwohner da leben, das ist alles echt gut beschrieben, so dass man da ein Bild vorm Augen hat. Das reicht damit zum Spielen. Damit kann man natürlich jetzt keine Doktorarbeit schreiben über Geschichte oder über Geografie und zur Ethnologie von Menschen oder sowas. Das reicht natürlich nicht. Aber es stellt in dem Rahmen dieses Buches die Orte genügend vor und da muss ich einfach 4 von 4 Punkten geben. Bonuspunkte. 3 von 4. Ich ziehe hier einen Punkt ab. Mal wieder sind die Platzierung der Kreaturen merkwürdig teilweise. Oft allerdings sind sie dann selbsterklärend. Das ist dann natürlich viel Cthulhu, wenn man dann in den Ozean spielt. Es ist dann auch noch ein bisschen was dabei zu den Höhlen von Knyan und wie sie alle heißen, wenn man dann oben in Amerika bei den Indianern ist. Dann wird da dann auch so ein bisschen was zu Chautauqua erzählt und so. Weiß ich nur nicht, ob das hier in diesem Buch sinnvoll ist, weil, naja, eigentlich wurde das Amerika in dem ersten Buch erzählt. Dann müsste man eigentlich nach drüben in den Amerika-Band gehen. Der Steinbruch an sich ist ein Bonuspunkt. Hier bei den Bonuspunkten ist das ein Bonuspunkt, weil, naja, es sind Abenteuervorschläge, die man hier präsentiert. Auch wenn ich das bei der Struktur bemängelt habe, finde ich es eben gut, dass eben sowas angeboten wird. Aber es sind auch wieder nur Vorschläge und keine fertigen Abenteuer. Da muss ich also auch wieder hier sehr, sehr viel Eigenleistung reinstecken, damit das eben zu einer richtigen Kampagne ausgebaut werden kann. Na gut, es ist ein Steinbruch, steht extra so als Formulierung drin. Es sind dann eben auch viele verschiedene Kulturen, die man dann hier, ja, kennenlernen kann, also ob jetzt die Gralssuche in England ist oder über andere Schauplätze oder ob man sich dann Pyramiden anguckt, über die ganze Erde verteilt. Also wir sind dann bei den Maya-Pyramiden, wir sind natürlich bei den Ägyptern, wir sind aber auch in Babylon oder in China, überall würde man Pyramiden finden und da könnte man eben noch eine kleine Kampagne zu erzählen. Aber wie das dann eben alles miteinander verknüpft und wie die Leute da dann die Pyramiden entdecken, was die da eben erleben und welche Kultisten auf sie zukommen, das muss man sich eben alles selber ausdenken. Also
An der einen Seite habe ich den Puck abgezogen, hier gebe ich ihn wieder und dann aber auch nur einen und ziehe ihn dann gleichzeitig wieder ab. Es ist alles ein bisschen schwer, aber ganz generell ist dieses Buch echt gut. Ich finde es auch besser als das erste Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber auch ein Fan von Cthulhu und den Ozean. Hab mir dann gerne die Sachen zu Yantelay und Innsmouth angesehen und so weiter. Und gut, der Australien-Part weiß ich nicht genau, wenn man den mag. Und ich würde auch ungern eine sehr lange Kampagne im Ei spielen, sowas wie Berge des Wahnsinns. Ich glaube, das ist mir auf Dauer dann zu dröge, wenn ich da die ganze Zeit mit Eisstürmen konfrontiert werde. Aber es ist trotzdem gut, dass diese beiden Dinge vorgestellt werden. Und man kann dieses Buch auch für andere Systeme und Settings benutzen. Hier stehen keine Regeln drin. Man kann eben diesen Mythos-Aspekt komplett rauslassen. Und wenn man dann eine Hohlerde-Expedition spielen will, die eben überhaupt nichts mit Cthulhu zu tun hat, sondern die dann einfach Nazi-Zombie-Dinosaurier jagen wollen, die dann mit Flammenwerfern angreifen, so ein bisschen, ja, punkig, sag ich einfach mal, wenn man da dann mit einer alternativen Realität spielt, klar, das ist dann bei einer Hohlerde sowieso der Fall, oder eine Horde von Verschwörungstheoretikern. Das ist sicherlich ganz interessant auch für andere Kampagnen, die nicht Cthulhu spielen, die allerdings auf dieser Erde spielen. Und da kann man sicherlich eine Menge rausziehen. Ja. Damit haben wir die Punkte beisammen, das wird einmal aufsummiert. Und wir kommen am Ende bei 14 von 16 Punkten raus. Preis pro Seite gebe ich noch an. Damit verabschiede ich mich von euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.